Ja Leute, was geht ab? Damit willkommen zur nächsten Folge von GTA Vice City. Hier schön mit Tommy Vice City, immer noch in seinem verrückten Golf-Outfit, glaube ich, was er damals anhatte. Bei dieser ersten Folge war das, glaube ich, mit der Golf-Mission. Heute geht's weiter mit der nächsten Mission, das schnellste Boot. Wir sind direkt wieder bei der Villa, wo wir eben aufgehört haben. Also aus meiner Sicht, ich habe die Mission eben noch gemacht. Und jetzt geht's weiter, wieder bei Diaz, glaube ich, so heißt der Typ. Whoa, watch where you're waving that thing. No more pigeon shit on my car, eh, Tommy? Guess not. You're damn right. Now listen, you know who owns the fastest boat on the East Coast? Not offhand, no. Me! And I want it to stay that way. Every smuggler from here to Caracas has one dream, a faster boat. Rumor has it the boatyard had just completed such a vessel for some Costa Rican dickhead. And Tommy... I want that boat. Ah, I thought I got you. Where'd you come from? Pinhead! I think your pigeons are back. Begib dich zur Bootswerft. Okay, geil. Ich soll das schnellste Boot klauen. Das klingt geil. Aber immer diese Mission einfach nur erstmal hinfahren. Ganz entspannt, Leute. Gemütlich. Boah, wie die Sonne jetzt hier aussieht. Sonnenuntergang gleich. Sehr, sehr wild. Bin ich mal gespannt, wie der Himmel dann aussieht bei dem Spiel. Ah, scheiße, ich hoffe, ich kann jetzt noch rausfahren hier. Aus dieser Scheiße. Komm schon, bitte. Ja, perfekt. Einfach über den Zaun gefahren, Leute. Schön orange. Sieht auf jeden Fall gut aus bei dem Auto. Steht dem. Ah, stimmt, was es auch nicht mehr gibt. Und zwar gab es auch damals immer diesen Rummelplatz bei Vice City Stories, glaube ich. Aber es gibt es den gar nicht mehr. Ah, lol, wir sind jetzt schon auf der anderen Seite der Map. Also die erste Mission, glaube ich, auf der anderen Seite haben wir jetzt schon. Krass, das ging schnell, dass wir jetzt schon irgendwie auf die neue Seite der Map gekommen sind. Wir müssen eben das Boot klauen. Erstmal hier dieses Sturmgewehr gegönnt. Das ist, glaube ich, ganz geil. Und dann mal schauen, ja. Okay, war klar. Die hatten Waffen in der Hand. Natürlich schießen die dann. Okay, was hier? Warum kann ich hier... Ah, ich glaube, ich muss das Boot erst runterlassen. Das kann gut sein. Also gut, dass ich da reingeschaut habe. Erstmal. Da schießt aber noch jemand. Egal, Alter. Wir machen es direkt. Oh, nee, das ist ja pink. Was ist das denn? Egal, oh, sind da viele. Ach du Scheiße, verpisst euch. Alter. Ah, scheiß drauf, ich renne einfach. Ist mir auch egal. Ah, Mann, das ist so klar, dass sowas jetzt passiert. Ich dachte, ich hätte es geschafft. Boah, jetzt kommen auch noch die Bullen, Alter. Scheiße, egal. Zwei Sterne. Wir haben das Boot. Komm, perfekt, direkt mit Dreieck. Und jetzt zur Villa fahren. Ey, ich glaube, die Mission haben wir dann auch geschafft, aber... Zweiter Versuch, jetzt besser gemacht. Nicht direkt rausgerannt, wie so ein Vollidiot. Und jetzt mit diesem geilen Boot. Ey, das ist richtig wild, wie schnell das hier ist. Boah, auch der Song jetzt gerade geil. Check Yourself, glaube ich, von Ice Cube müsste das sein. Ich wusste gar nicht, dass es bei Vice City war. Ich dachte, der Song war bei San Andreas. Oder bei beiden, kann auch sein. Ah, da kommen erstmal die Bullen, Alter. Ich hoffe, das gehört jetzt... Ah, okay, anscheinend hat das nicht zur Mission ursprünglich gehört, weil die direkt jetzt mal weg waren. Egal. Wir haben es geschafft, Leute. Damit geht's direkt mal weiter mit der nächsten Mission. Oha, hat er hier für einen geilen Pool, der Typ. Komischerweise Polizist einfach auch bei ihm zu Hause. Wer kennt's nicht? Ah, scheiße, jetzt bin ich hier in einem Labyrinth, Alter. Was soll das denn von diesem Typen in der Villa? Ich wollte einfach nur außen rumlaufen. Aber jetzt bin ich hier erstmal im Labyrinth gefangen. Muss den Weg rausfinden. Aber was geil ist, man sieht einfach auf der Map, wo man raus kann. Ah, scheiße. Ich habe erstmal komplett verkackt. Ich glaube, hier ist richtig, oder? Und dann links, bitte. Komm, 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 jawohl, wir haben es geschafft. Auch noch eine kleine Mission gewesen hier mit Labyrinth. Egal, es geht's weiter. Nächste Mission direkt. Jack, plastic crap! You're doing this to me? Who do you think you are, you piece of plastic shit? Bro, you! It is my favorite El Burro movie, it's die. What else can I do? It's probably not plugged in. What? Damn, no matter. I can buy 100 more. Now, Tommy, each month, a freelancer sails into Vice City and moors his yacht. He sells his cargo to the first boat. I want you to take the speedboat and beat all the other shitheads to it. Then you bring the cargo here, okay? Okay, Chef. Hört sich interessant an. Wir sollen natürlich das Boot jetzt wieder schön nehmen. Deshalb haben wir das uns geklaut, Leute. Ganz entspannt. Und dann erstmal eine Fracht klauen. Das hört sich geil an. Hier, so Bootsmissionen sind auch ganz geil. Feier ich. Okay. Oh, geiler Song. Warte, wie heißt der? Dancehall Days, glaube ich. Und hier ist ja wieder Lance.
I'm just saying, you need to let me in there, my man. Now, you can feed me all this lonely tough guy crap, but I know one day I'm gonna save your ass, and you're probably gonna wanna kiss me. Wacko. Oh ja, ey, dieser Land ist echt korrekt, Alter. Alter, was ist das denn? So viele Boote jetzt wettrennen oder was? Jeder weiß, dass irgendwie hier Drogen oder was sind. Keine Ahnung. Scheiße, ich glaube, ich fahre falsch, oder? Ach, keine Ahnung, ich fahre einfach hier lang. Ich hoffe, das stimmt. Bitte kann man hier durch. Ah doch, da fahren auch ein paar lang. Ey, einfach so ein Wettrennen hier jetzt. Aber Lance, der ist echt korrekt, dieser Typ. Lance Vance. Wie gesagt, kennen wir auch schon aus Vice City Stories. Übel korrekter Typ. Und jetzt geht's ab hier mit dem Boot. Unser Boot ist echt das Allerschnellste hier. Ganz entspannt. So geil, diese Missionen. Ah, da ist ja dieser Golfplatz direkt nebenan. Auch geil. Wenn der Ball ins Wasser fällt, erstmal komplett verloren. Muss man den Ball erstmal hier im Wasser suchen. Okay, da ist das Boot. Mal schauen. Okay, der hält automatisch an. Und jetzt schnell rein. Und die Drogen. Ah, scheiße. Wir haben jetzt anscheinend die Sachen schon. Jetzt soll man die anderen einfach abschießen. Oder halt aus dem Verkehr ziehen, wie es hier heißt. Boah, das ist noch um einiges schwerer als davor. Alter, dicke Explosion erstmal. Aber das Ding ist, die schießen nicht mal. Dann ist sowieso nicht egal. Weil unser Boot bekommt keinen Schaden. Kann man erstmal entspannt durchziehen hier. Oh, auch geil. Dieses Zeppelin da hinten. Stimmt. Ich glaube, man kann die sogar abschießen. Ich weiß gar nicht. Bei GTA 5 gab es die ja auch. Und da konnte man die Zeppeline abschießen. Ich weiß nicht, ob man das damals auch schon machen konnte. Ah, hier sind die Penner. Jawohl, perfekt. Dick in die Luft geflogen alles. Und dann passt das. Aber Helikopter auch noch. Scheiße. Ey, wie viel Stress machen die? Zuerst Helikopter, Mobner, paar Boote und jetzt noch so eine Scheiße. Aber geile Mission. Erst ein bisschen abballern. Mit diesem Lance immer solche Missionen. Zuerst mit Helikopter und dann rausschießen. Und hier nochmal das gleiche, bloß mit einem Boot jetzt, wo wir mitfahren. Oh, die haben direkt mal Fässer geladen. Perfekt. Komm, baller die Fässer einfach ab. Ah, das waren doch keine Fässer. Ich dachte, es waren aber nur die roten Sitze. Ah, geil. Egal, die sind sowieso down. Scheiße, wir haben kaum noch Leben, aber ich glaube, wir haben es geschafft, weil der... Dem seine Villa ist da vorne direkt perfekt. Hier bei Starfish Island, Alter. Was für ein Fisch. Super. Nächste Mission. Ganz entspannt. Er ist klassischer Psycho. Geil. Lance Vance Dance. Geil. Guter Spruch. Dann direkt mal weiter mit der nächsten Mission. Ah, leider gibt es jetzt keine mehr bei Diaz. Südamerikanische Freunde. Ja, als ob wir jetzt schon alle Missionen für Diaz geschafft haben, oder was? Ach du Scheiße. Das ging echt schnell. Ich mache dann weiter bei diesem A, glaube ich. Oder bei C. Ich glaube erstmal bei A. Yo, Tommy, it's Lance. Okay, Lance ruft jetzt anscheinend an. Nice to hear from you, Lance. Come on, man. Be cool, be cool. I'm in the middle of something. What do you want? Nothing. Just to say, you know, look, Tommy. We can do this thing. You and me. No problem. You know what I mean? We're going to have to do it. Because otherwise we're going to be dead, Lance. We're in too far now. But thanks for the call. Speak to you later. Hey, ich dachte, das Haus wäre komplett zerstört worden, aber das steht ja immer noch da, was wir in der einen Folge da mit diesen Helikoptern kaputt gemacht haben. Nächste Mission, das Begräbnis, okay. Tommy, this is Donald Love. Donald, this is Tommy Vercetti, the latest gunslinger to come to these parts. Now, Donald, you just shut up and listen, and you might learn something. Now, nothing brings down real estate prices quicker than a good old-fashioned gang war. Except maybe a disaster, like a biblical plague or something, but that may be going too far in this case. You getting this down, you four-eyed prick? Now, recently a gang lord died. You disguise yourself and head on down and crash the funeral. Mix it up and then hightail it. You getting this down, Donald? Well, that ought to put the coyote in the chicken coop, huh? And then we'll just sit back and watch the prices tumble. Okay, Alter. In Little Havana erstmal ein paar Gang-Klamotten gönnen und dann einen Gangkrieg starten. Okay, das klingt geil, weil der Typ will unbedingt hier nochmal ein günstigeres Grundstück, Alter. Wir haben so viel für den schon gemacht. Zuerst hier das Haus explodiert und jetzt noch irgendwie einen Gangkrieg, damit der Typ hier seine Gebäude günstiger bekommt. Oh, wie sieht der jetzt aus, ey. Ganz verrücktes Outfit hier mit diesem Bandana und so. Bisschen wie Rambo hier. Oh, scheiße, nein, 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 bitte nicht. Komm, komm, komm. Oh, Alter, war das knapp. Jetzt geht's anscheinend los, Leute. Bandenkrieg. Ey, jetzt hauen die ab. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Ich glaube, ich muss dieses Auto kaputt machen. Weil das hier bringt anscheinend nichts, weil die Typen hauen einfach vor uns jetzt ab, Alter. Warum das denn? Ganz komisches Auto. Ich glaube, unser Reifen ist geplatzt. Ey, der fällt einfach eine Leiche raus.
Ah, das ist ja ein Leichenwagen. Ey, wie viel hält der aus? Ey, wie easy war das denn? Ein Schuss und der ist tot, weil der ausgestiegen ist. Perfekt, Leute. Damit würde ich sagen, beende ich auch hier die heutige Folge. Beide Folgen leider ein bisschen kürzer geworden, also ich habe eben beide zusammen aufgenommen. Aber Leute, damit würde ich sagen, war es das. Lasst den Ganzen gerne auf jeden Fall wie immer ein Like da. Vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren, wenn ihr eben neu seid und keine weiteren Videos verpassen wollt. Also Leute, damit war es das. Wieder solide Missionen auf jeden Fall gepackt hier. Haut rein, bis zur nächsten Folge und ciao.